Guten Morgen, ihr Lieben. So, das versprochene Video. Der Rundgang durch meinen Laden. Jo, wo fangen wir denn mal an? Wir fangen mal an hier. Habe ich hier meine kleine Ecke, meine Kasse mit einem Ankurständer, mit ein bisschen Stickgarn, was ich hier habe. Dann haben wir hier unsere Beauty Opal. Die Farben, die noch da sind, ein paar sind noch im Regal. Hier habe ich, drehe ich das so und so. Ein paar Maschenmarkierer, ne? Die wir hier, beziehungsweise die unsere Regina selber macht. Mit ganz tollen Farben und ganz tollen, ja, was sollst du dazu sagen, ne? Hier so kleine Engelchen. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die hier mit der Kamera, wenn sie in der Hand ist und durch den Laden geht, so professionell bin damit. Ich hoffe, es wackelt nicht zu doll. So, was haben wir noch? Also hier ist das erste Schaufenster. Da hängt zum Beispiel das Frühlingstuch von Susanne Oswald, was ich gestrickt habe. Hier sind so ein paar Tücher, die als Dekoration im Schaufenster sind. Ja, wir haben dieses Regal hier an der Tür. Da sind halt so kleine Püschchen und Schüchchen drin. So kleine Reste-Dinger, also wie zum Beispiel so Eierwärmer. Und dann halt diese kleinen Püschchen für die Babys. Hier ist eine Ecke, meine Tochter, die halt ihre, wie soll ich sagen, eine Piole der Ruhe oder was gibt's, was ist das hier? Also eine Schutzpiole schützt vor Negativen, so kleine für die Handtasche, dann macht sie noch so Edelsteinketten. Oder sie hat hier zum Beispiel ein Schlafgutsäckchen mit Lavendel und Trommelstein und alles sind so kleine Kerzen und ach ja, alle solche Sachen, ne? So, das war das erste. Ja, das hier ist das gerupfte Regal. Da ist gestern doch etwas sehr drin gewühlt. Also das kann euch heute passieren, weil ich bin jetzt gerade erst gekommen und ich habe gedacht, bevor es gleich losgeht, falls es losgeht bei dem Wetter, will ich mal gleich anfangen. So, wir haben hier also unser erstes Sockengarnregal und dann gleich das zweite daneben. Hier haben wir, ach ja, das ist die andere Seite. Also hier diese kleinen Stopper für Nadelspiele, Babydecke und hier unser kleines Baby, was hier immer schön angezogen wird von uns, unsere Häkelmützen. Ja, dann gehen wir mal weiter hier lang. Unser Giftschrank auch gerupft ohne Ende. Ich hatte mich gewundert, aber also den Giftschrank muss ich dringendst wieder auffüllen bis zum Herbst. Ja, unser nächstes Schaufenster haben wir hier. Alle möglichen ja, Tücher. Ihr wisst ja, ich liebe Tücher, ne? Pulli. Und dann kommen wir zu unserem Merino-Regal. Das ist auch, also jetzt in der Sommerzeit fülle ich das Ganze natürlich nicht regelmäßig auf, ne? Also das wird dann später wieder. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich eine Pause machen müssen, weil ich sehe gerade, wie ein Auto vorfährt. Und ihr wisst ja, schneiden kann ich nicht. Also hier haben wir das nächste Sockenregal. Hier mit dem wieder mit kleinen Socken und mit ja, unsere Ecke zum Stricken. Morgen. So, wollen wir mal versuchen, ob wir das hingekriegt haben jetzt hier. So, wo waren wir? Ach so, ja, hier unsere Ecke, ne? Unser Sofa, wo ich immer sitze. Und ja, unser Tisch voll gepropft hier im Moment mit runtergesetzten
Kollektionsheften und ein bisschen runtergesetztes Garn, wo noch so einzelne Knäule von da sind, ein paar Muster und Musterbücher. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Bis dahin waren wir jetzt. Gucken wir mal hier. Unsere Wand hier, direkt dieses kleinere Regal hier. Es sind überall immer ein paar Fächer frei, weil, wie gesagt, es ist Sommer und ich fülle das jetzt nicht nach. Wir haben Bändchengarn, wir haben Merino Cotton, wir haben Leinen, wir haben normale Baumwolle, wir haben Bio-Baumwolle, Eukalyptus ist dabei, die Tahiti, ein bisschen Bändchengarn noch, ja. Und vor allen Dingen hier ist drin Eukalyptus und Leinen viel. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir unsere Catania-Ecke, die auch schon, da bin ich gerade, nächste Woche wieder aufgefüllt wird, weil das ist ja, ich habe hier schon ein bisschen was damit reingetan, aber das ist ja immer ein Gucken und die Catania ist futsch, ne? Also das geht immer so schnell. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir unser nächstes Regal, oder wenn ich das mal so, das ist unser langes Regal, also was man jetzt hier so sieht, ne? Das ist die lange Wand, die wir hier haben. Und also sommerliche Sachen, Seide, Hanf, ein bisschen Katania, Baumwolle, Seide, Zuckerrohr, also dieses hier alles ist Zuckerrohr. So, jetzt waren wir wieder unterbrochen. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube beim Zuckerrohr, ne? Ein paar Bobbel noch, ein bisschen die Earth, also eine Bio-Baumwolle. Dann haben wir das Zuckerrohr hier in richtig, die schönen grellen Farben sind noch da. Ein bisschen Seide ist auch noch da vorhanden. Ja, und wieder mal ein Bio-Baumwolle. Ja, die Farbtornado von Ferner, Beilaufgarne mit Glitzer, die Peach von Schachenmeier und auch das Cotton Jersey, wo man sich schöne so kleine Utensilos von machen kann. So, die Pyramide von Schachenmeier und Austermann Bobbel. Aber da habe ich nur noch ja, Grün und Flieder. So, die Natura von Lanes du Nord. Die haben wir noch. Dann haben wir hier nochmal die Soja. Genau, ich war gerade am Überlegen, das ist die Soja. Da unten drunter liegt noch ein bisschen Kaschmir. Dann haben wir auch ganz neu Baumwoll-Merino-Garn, 350 Meter, Lauflänge auf 50 Gramm. So, dann kommt unsere Bücher. ja, ein bisschen Bambus-Tencel ist auch noch da und die restlichen Bücher. Das Bücherregal ist auch schon etwas gerupft. Da werden wir auch im August die Neuheiten und alles Mögliche, was man so braucht, wieder haben. Ja, jetzt kann ich euch aber auch nicht jedes Garn, also vorstellen. Hier haben wir noch ich bleib mal bei den Sommersachen, ne? Die Tweed, Denim Tweed von Schachenmeier und natürlich unsere Organic Trio. Hier hat heute Morgen, das habe ich jetzt nicht wieder geordnet bis jetzt. Es ist vorhin ein bisschen gewühlt worden in der Lana Gatto Baumwolle. Ja, dann haben wir hier noch ein Schulana Leinen Merino, ja. Oder ist es Baumwolle? Warte mal, die habe ich gestern erst gekriegt. Muss ich jetzt selber mal gucken. Nee, mit Merino. Okay, Leinen mit Merino. Vier Farben noch. Dann haben wir ein reines Seidenbändchengarn. Ja, und dann halt der Rest hier. Ist halt Winter noch, ne? Alles das, was noch vom Winter da ist. Ja, was haben wir dann? Wo gehen wir dann? Ach so, hier unser schöner Nadelständer. Hier so ein paar Kleinigkeiten noch. Auch schon regalfach frei. Ja, das nächste, unser Sockengarn. Regal für 50 Gramm. Dann hier absolut Winter.
Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich diese hier, also diese Knäule hier oben, die ihr seht, und ich will mal gerade gucken, ob ich da jetzt so langsam gehe ich dahin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer so schnell bin, dass ihr Kopfschmerzen kriegt. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe, und auch hier sind die einfarbigen Bällchen drin. Die sind jetzt runtergesetzt von 9,95 auf 5 Euro. Ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch, da sind auch schon zwei Fächer frei. Allerdings auch fast ausschließlich Winterware noch drin. Ja, hier ist unser drittes Schaufenster. Hier mit uns Püppi. Ja, vielleicht noch mal von dieser Seite. Da kannst du das besser sehen. Ja, hier sind dann hin und wieder auch ein paar Bücher noch mit auf den Bänken. Ja, hier haben wir unser kleines, ne? Das hatte ich ja mal erzählt. Das habe ich von meiner Petra bekommen, die an die Ostsee gezogen ist als Erinnerung. Ja, mein kleiner Schrank. Hier haben wir noch ein paar Sachen von Tulla hängen, runtergesetzt. Hier sind schon selbst gestrickte und gehäkelte Sachen drauf. Ja, und jetzt kommen wir zu dem großen Ständer hier. Also mit allen möglichen Strängen. Also hier ein schönes Kottengarn und auch ein Seiden-Alpaka-Garn ist damit bei. Genau wie hier. Also wie gesagt, also alles, was ihr so winterlich seht, ist allerdings wirklich schon einiges gerupft, ne? Das sieht im Winter dann etwas anders aus. So, dann kommen wir hier hin. Ja, auch das ist sträflich gerupft. Hier unten ist alles frei. Ich muss wieder färben. Also das sind unsere selbstgefärbten. Das ist einmal das Sockengarn. Und wir haben hier, ach, warte mal, da gehe ich mal so ein bisschen nach so. Ich glaube, da kann man es besser sehen. Da haben wir unsere Merinos bis unten hin. Das sind alles die Merino-Stränge. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier haben wir unseren Ständer oder unser Fach mit 6- und 8-Fach-Socke. Ja. Ein paar Knöpfe. Ja. Ne, hier ist es auch noch mal, aber ich glaube, die Sonne, die ist hier doch ein bisschen, ne? Hier durch meine ungeputzten Fenster könnt ihr mal auf die Terrasse. Die Terrasse habe ich noch nicht fertig. Die wollte ich jetzt fertig machen, weil am Donnerstag nächste Woche ist wieder Stricken. Wenn das Wetter so bleibt, soll die Terrasse mit den Terrassenmöbeln bestückt werden. Ja. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich glaube, nein. Ja, der Ständer von dieser Seite, da sind die 100er, 120er, 40er und 60er Nadeln drauf, also Seile, ne? Ja, und dann, ja, seid ihr bestimmt auch neugierig, also hier, die es noch nicht wissen oder die es noch nicht mitgekriegt haben, hier ist unser Privat. Was heißt privat, ne? Also hier wird gefärbt. Und ich mache mal eben die Tür zu nach hier hinten, weil hier geht es, wo ich jetzt hingegangen bin, geht es ins Lager. Und wir haben hier alles Mögliche, unsere Couch. Und ich sehe gerade, dass die Klingel noch nicht an ist. Und wenn ich hier hinten bin, dann muss ich doch mal, sorry kurz, muss ich doch mal die Klingel anmachen, ne? Ja, hier ist unsere Wohlfühloase. Nein. Also hier ist unser Stricktreff, findet hier statt. Also das wird jetzt alles dann immer nach draußen geräumt, wenn es draußen so schön ist. Hier ist unsere Küche, die keine Küche ist. Also hier werden die Stränge vorgefärbt, also mal so ein paar Sachen ausprobiert und ja, bevor sie dann hier in den Wannen, ich habe jetzt die Wannen überall rumstehen, also hier stehen zwei, drei, hier stehen zwei noch auf den Herdplatten. Und ja,
Das ist halt hier, guck, dann sitze ich hier vor meinem Fernseher, wenn ich hier so sitze an meinem Tisch, da bin ich dann am Stricken, schaue ein bisschen fern, wenn die Zeit mir dafür bleibt. Ja, meistens in den Mittagspausen und so, ja. Und das Einzige, was hier genutzt wird an der Küche, ist der Kühlschrank, die Mikrowelle und die Kaffeemaschinen. Ja, das Geschirr ist klar, ne? Wir brauchen ja auch Gläser und Tassen für den Stricktreff. Aber die Küche an sich da hinten, da wird nichts Lebensmitteltechnisches, das geht nicht, weil da ja gefärbt wird, ne? Das kannst du nicht machen. Ja, Mensch, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Also falls ihr sagt, oh, irgendwas habe ich doch gesehen und du hast es nicht gezeigt, dann meldet euch. Aber ich glaube, ich bin durch, ne? Ja, Mensch, ich würde mich freuen, wenn euch das Spaß gemacht hat hier. Ja, und ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgeschwenkt und gemacht und getan. Zwei Unterbrechungen, ja leider zweimal Kundschaft. Aber wir sind ja bei dem Wetter froh. Ach so, dann habe ich hier noch Fotos, die muss ich auch noch austauschen. Und ja, das ist alles so unser Ding hier. Ja, meine Ecke hier mit der Kasse und das alles. Ja, mein Gott, ne? Da muss ich auch wieder. Der erste Karton mit den ersten Sachen für unser Sommerfest ist angekommen. Die Taschen sind schon da. Ich freue mich. Ich freue mich, ja. Und dann die ersten Verlosungsbücher liegen auch schon dort. Ja, und ich denke mal, ich laufe jetzt hier und ihr hört es immer pingeln, weil ich hier durch den Laden laufe. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis dahin, tschüss.